Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop bis zum 9.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein. Und da ist die Freshe Wurst. Neuer Skin, neues Outfit. Und dann haben wir hier noch den Einklang, einen neuen Emote. Wir fangen jetzt einfach mal auf der rechten Seite mit dem Eisbrecher an. Der Eisbrecher, ein Klassiker. So, Teil kriegt von mir 7 von 10. So, dann gucken wir mal hier rein. Der Icebreaker hat hier ein Voting von 3,9 von 5. Bei 60 Votes am 16. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. 37 Mal seitdem 110 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 42 Tagen am 28. September 2019. Dann geht es weiter mit dem Zahnseidenwirbler. Für 500 V-Bucks das Teil kann ich persönlich jetzt nicht wirklich so viel mit anfangen. Jo, der Zahnseidenwirbler kriegt von mir 7 von 10, hat hier ein Voting von 3,41 von 5 bei 22 Votes am 10. August 2019 das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem. 22 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 37 Tagen am 3. Oktober 2019. Dann geht es weiter mit dem Federverteidiger für... Da hinten das Ei hier. Das Style ist so hässlich, dass es schon irgendwie wieder cool ist. Für 1500 V-Bucks kriegt das Ding von mir 8 von 10. So, das ist der Tender Defender. Der Tender Defender hat hier ein Voting von 3,2 von 5 bei 41 Votes am 23. November 2018 das erste Mal drin gewesen. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur das wegklicken. So, sorry. Aber trotzdem, könnt ihr machen hier unseren Creator Code sofort gleich TTV. Guck mal, ich hab's auch schon wieder draußen. Alle 2 Wochen fliegt das raus. Ich mach das jetzt mal hier wieder rein. Sofort gleich TTV. So, soll ja sowieso demnächst irgendwann abgehen. Also, dann geht's weiter. Hier mit dem Brutzelmeister für 800 V-Bucks. Mega geil, das Teil. Finde ich super cool. Kriegt von mir 10 von 10. Und der Brutzelmeister hat hier ein Voting von. Das ist Sizzling, hat hier ein Voting von 4,56 von 5. Bei 25 Votes am 26. Juni 2019. Das war drin gewesen. 6 Mal seitdem. 9 Reminders. So, dann geht's weiter hier mit dem Aufklärer. Der Aufklärer, ja, was soll ich dazu sagen? Sieht ein bisschen aus wie so ein Mr. T-Verschnitt hier. Der Teil geht bei mir 6 von 10 für 800 V-Bucks. Und der Aufklärer hat hier ein Voting von Mr. Relay. 3,19 von 5 bei 26 Votes am 9. Juni 2019. Das war drin. 5 Mal seitdem. 4 Reminders. Ja, und sitzen wir im Shop auch vor 75 Tagen, am 26. August 2019. Alles klar. Dann haben wir als nächstes hier diesen neuen Emote Einklang. Na, so stehe ich manchmal da, wenn ich mit dem Herrn sofort diskutiere, dann denke ich mir, bring die Ruhe rein, bring die Ruhe rein. Für 200 V-Bucks. Der Teil Einklang kriegt von mir 9 von 10. Ich finde das eigentlich ganz cool. Der Teil hat momentan nur ein Voting von 3 von 5 und nur ein Vote. Aber schon 2 Reminders. Naja, viel ist es jetzt nicht. So, dann geht's weiter. Hier mit den... Mit dem dunklen Rex, den haben wir jetzt. Es gab dunkle Dino-Knochen, dunkles Dino-Kommando. Übrigens die Gameplay-Videos oben rechts in der Ecke jetzt verlinkt. Ja. So,
Gucken wir einfach mal rein, wie sich hier die Noten aktuell entwickelt haben von diesen Skins. Da haben wir einmal die Dark Dino Bones, die haben sich nicht wirklich verbessert. Da sind wir nach wie vor bei einer ziemlich miserablen Benotung von 2,33 von 5 bei 3 Votes und nur 3 Reminders. So, weiter geht's jetzt hier mit dem Dark Triceratops. Und er hat ein Voting. Mal gucken. Ja, ist egal. So, das ist ja der Dark Rex. Gehen wir hier gerade mal raus. So, der Dark Triceratops hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 9 Votes und bereits 21 Reminders. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Dark Rex. Und er hat ein Voting von 3,13 von 5 bei 8 Votes und 13 Reminders. So. Da wären wir dann auch schon mit diesem Set hier soweit durch. Dann geht's gleich weiter mit dem Kuno, Kenji, Talons, Bandage. Das sind wir nämlich jetzt hier. Kenji kriegt von mir 7 von 10. Da hat hier ein Voting von... Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Da hat hier ein Voting von... Oh mein Gott. So. 3,4 von 5 bei 45 Votes am 16. März 2019. Das erste Mal drin gewesen, 9 Mal seitdem, 28 Reminders. Jo, da geht's weiter. Das mache ich jetzt gleich mal wieder zu hier. Ich kann es zerschließen. So, dann geht's weiter mit den Klauen. Das sind die Talents. Und die kriegen von mir ein Voting von 8 von 10. Jo. Gucken wir mal hier, wie da die Noten sind bei den Talents. So, das sind aktuell 4,22 von 5 bei 18 Votes am 19. Juni 2019 das Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 33 Reminders. Weiter geht's mit dem Falken. Jo, und der Falke, jetzt mache ich das zu. Der Falke kostet 1500 V-Bucks und ich finde den einfach nur mega geil. Der Teil kriegt von mir 10 von 10. Richtig cool. Habe ich bis jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht auf der Map gesehen, der Teil. Wenn ich den irgendwo zufälligerweise finde, dann... Egal. Kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, ob er den Falken hat. Ja. So, also. Ist schon cool für 1500 V-Bucks. Ja, also 4,14 von 5 bei 42 Votes am 9. November, am 12. April 2019 das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem 29 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 35 Tagen am 5. Oktober. Dann haben wir als nächstes den Bandage, den Verband hier. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das Teil hat schon was. Kriegt von mir 9 von 10. Ich finde das eigentlich schlicht und cool. Und Bandage hat hier ein Voting von 3,92 von 5 bei 12 Votes am 12. April 2019. Das war drin gewesen. 5 Mal seitdem 11 Reminders. Jo, sind wir damit auch schon soweit durch. Jetzt müsste noch Kuno kommen. Schauen wir mal rein. Da ist Kunia, heißt die ja. Genau, Kunia. So, und Hunia kriegt von mir 8 von 10. Oh je, das Backpack mit den Talons da drin, ziemlich cool. 8 von 10 für 1500 V-Bucks. Hat hier folgendes Voting. Wir haben hier 4,32 von 5 bei 73 Votes am 16. März 2019. Das war drin gewesen, 9 Mal seitdem. 103 Reminders. So, dann sind wir auch damit soweit durch. Dann kommen wir zu dem neuen Skin für heute. Ich habe den versucht auf der Map zu finden. Dann könnt ihr euch jetzt in etwa vorstellen, wie die Benotung ausgefallen sein könnte, weil ich habe ihn nämlich nicht finden können. Kondensstreifen enthalten die freche Wurst. So, und ganz ehrlich, das Teil. Also ich meine, ich habe jetzt echt gedacht, so Fischstäbchen und so, ne, die sind ist ja auch ziemlich pottenhässlich. Dass das hier auch irgendwie wieder, keine Ahnung, beliebt wird. Da hinten, und jetzt gucken wir mal hier in die Stilvorschau rein. Was hat der denn da überhaupt hier? Also erstmal eine Uhr. So, dann
was hat der denn da in seinem Brötchen drin? Also da oben drauf ist auf jeden Fall Senf hier. Und was ist das da? Ich check's gerade nicht so wirklich, was das sein soll. Da hinten das Brötchen ein bisschen angebrannt, auf einem Rost gebraten worden. Oben ein Dog, wie so ein Pitbull oder sowas, mit Flammen drumherum auf der Kappe. Sonnenbrille an, Wurstkette, Wurstarme, armes Würstchen. Aber Junge, aber den Jahren sieht auch nicht besser aus. Also sorry, aber der Teil ist echt halt, der sieht halt echt nicht gut aus, ne? So, und der, dann haben wir noch hier diese, oh mein Gott, diese Würstchen als, ja, Gleitspur, Kondensstreifen, könnte, ja, dem einen oder anderen Metzger ganz gut gefallen. Ich finde das Teil echt nicht geil. Kriegt von mir 5 von 10. Und da haben wir jetzt momentan folgendes Voting. Wir haben... So. 2,57 von 5 bei 7 Votes. Ein einziger Reminder. Jetzt muss dieser Shop ja noch bewertet werden. Und ich würde mal folgendes sagen. Wir haben hier momentan 954 Love It, 687 It's Meh und 2162 Votes für Hated. Lass uns mal hier reinschauen, was wir haben. Der Brutzelmeister ist geil. Den Einklang finde ich cool. Die Dinos waren ja jetzt erst drin gewesen. Den Falken finde ich richtig geil. Und der Rest ist ziemlicher Schrott. Und eigentlich müssen wir ja die neuen Items bewerten. Und den Einklang finde ich jetzt nicht so mega geil. Der ist gut. Ich finde den cool. Aber ist jetzt nicht der Oberknaller. Die freche Wurst ist einfach Schrott. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, geschätzt 15 Matches gestartet. Und... hab die Wurst in keinem einzigen Match finden können. Keiner Bock drauf. Aber keiner hat Bock auf die Wurst, auf die Bockwurst. So. Das bringt nichts. Also, sorry, ich gebe diesem Shop tatsächlich ein Hated. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal an, wenn es wieder heißt. Fortnite. Daily Shop News mit mir, dem gleich. Hau rein, macht's gut, bis dann und tschüss.